Herzlich willkommen, Freunde, bei mir auf dem Kanal. Ich bin's wieder, euer Badeschabe. Es geht weiter mit dem 328. Wie ihr in dem letzten Video gesehen habt, haben wir die ganzen Sachen fertig gemacht am Auto. Soweit stimmt die Optik bei dem Fahrzeug. Das ist wirklich unnormal mega geworden. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ihr wisst, ich bin fasziniert. Das ist so mein Motto bei diesem Fahrzeug. Ja, 328 mit safrangelber Innenausstattung, einer der letzten Modelle, Cabrio, Facelift. Da lohnt sich das Auto aufzubauen, wie einige anderen bei meinen Videos das mitverfolgen konnten. Ich mache das mit sehr viel Leidenschaft und mittlerweile haben wir auch eine kleine Community aufgebaut. Auf den TikTok Lives, wie ihr sehen könnt, da sind einige von euch immer auf dem neuesten Stand, was wir bei dem Fahrzeug machen. Und da kamen ein paar Ideen rein, ein paar Jungs haben gesagt, Bro, nimm uns auch bitte die Kleinigkeiten auf, so wie Bremssattel lackieren, so wie Fahrzeugpolitur, Aufbereitung. Wie gesagt, Jungs, ich mache das auf meine Art, mit sehr viel Leidenschaft. Ich bin seit 15 Jahren mit diesen Autos am Flexen und ich bin mit diesen Fahrzeugen groß geworden. Und es gab Zeiten, wo man sich eine teure Aufbereitung nicht leisten konnte, ist nun mal so. Dann hat man halt mit günstigen Mitteln geguckt, wie man dieses Fahrzeug auf guten Glanz bringt. Natürlich ist das nichts Professionelles gewesen damals, ist nun mal so. Aber nach und nach habe ich mir das angeeignet. Es geht hier um eins. Ich zeige euch mit günstigen Mitteln, aber doch Markenprodukten, wie mit wenig Aufwand gute Ergebnisse gezielt werden. Viele verschiedene Mikrokratzer, tiefere Kratzer, Teer, Flugrost, solche Sachen gehabt. Und diese Sachen kann man beseitigen, indem man ein bisschen drauf aufpasst, wie man, in welchen Schritten man das Fahrzeug bearbeitet. Natürlich eine professionelle Aufbereitung, wo Leute das über Jahre machen, die auch handwerklich diesen Beruf gelernt haben. Im Endeffekt ist das alles Handwerk. Die machen das natürlich zu 99,9% alles richtig, ja. Es gibt immer schwarze Schafe, die euch irgendwie eine Glanzpolitur da drauf knallen, das Auto für eine Woche oder zwei Wochen oder für einen Monat von mir aus glänzt und danach habt ihr die selben Probleme. Ich würde jetzt nochmal gern an die ganzen Leute appellieren, die diesen Format feiern, die das hier alles gucken. Lasst mir doch einen Daumen hoch da, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, das könnte man anders machen oder was wir gut machen. Ich habe jetzt mal die Produkte auf der Werkbank, ihr kennt ja meine Werkbank, auf der Werkbank vorbereitet. Hier liegt soweit alles. Ich stelle euch das Ganze einmal grob vor. Dann machen wir erstmal die Vorarbeit, bevor wir polieren. Und dann gehen wir ans Polieren. Wir teilen die Motorhaube in zwei Hälften, machen die eine Seite und dann haben wir auch ein Vorher-Nachher-Ergebnis. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Kommt mal mit. Erstes befüllen wir einen Eimer mit ein bisschen Wasser. Das ist so ein Wascheimer. Hier drin habe ich einen Schwamm, zwei so Synthetik-Lederlappen. Den ersten Schritt, den wir gehen, ist erstmal ein bisschen Gleitmittel und ein bisschen Knete. Hier ist ungefähr 200 Gramm Knete. Das sieht so aus, das ist noch eingepackt, das habe ich schon ausgepackt. Hier oben ist noch ein bisschen Knete, was ich benutzt habe, das habe ich so hier oben hingelegt. Das ist für die Vorarbeit, wie zum Beispiel Flugrost, Teerreste, Farbnebel und so rauszukriegen. Ja? Da ist es egal, von welcher Marke ihr das benutzt. Hauptsache, das sind nicht solche unnormalen Billigdinger, die vielleicht 5 Euro kosten. Das Set kostet jetzt ungefähr 20 Euro. Danach braucht ihr ein bisschen Isopropanol. Isopropanol ist gut, um das Fahrzeug danach zu reinigen, vom Fetten zu entfernen. Das ist immer gut, wenn ihr das habt. Das könnt ihr auch nach der Politur benutzen. Es ist egal, welche Marke ihr nehmt. Ich habe jetzt hier von einem bestimmten Hersteller die Marke genommen, weil Preis-Leistungs-Verhältnis gut ist. Haben wir hier zwei verschiedene Polituren. Da ist es auch erstmal in erster Linie egal. Also egal ist es nie. Aber jemand, der damit arbeiten kann, jemand, der sein Handwerk versteht, der kann eigentlich mit so jeder Politur arbeiten. Ich habe jetzt hier die Politur von Sonax. Wie gesagt, es ist egal, ob ihr 3M, Sonax oder andere Marken benutzt. Ich mache hier jetzt in diesem Video auch keine Werbung für irgendwelche Marke. Das ist einmal Heavy Cut 5:5, also 5er Schleifkörnung und 5er Glanzgrad.
Und dann ist hier das Finish mit Vierer Schleifkörnung, also das schleift noch viel weniger, und Sechser Glanzgrad. Damit erzeugt ihr eigentlich eine super Arbeit. Viele, die noch nicht mit einer Maschinenpolitur gearbeitet haben, sollten hiermit nicht arbeiten. Das reicht auch meistens immer aus, um den Lack damit aufzubereiten. Polierlappen, das ist ein Polierlappen, den müsst ihr immer sauber halten, nicht damit am Fahrzeug rumschmieren, weil das ist zum Politurabtragen. Dann habt ihr nochmal so ein Mikrofaserlappen, damit könnt ihr nochmal überschüssiges oder anderes Zeug runternehmen. Dann habt ihr hier so einen flauschigen, auch Mikrofaserlappen, damit könnt ihr das Fahrzeug trocken machen. So irgendein Lappen, womit ihr hier halt den Schmutz wegnehmen könnt. Und dann kommt das Herzstück, hier haben wir die Poliermaschine, das ist eine Exzenter-Poliermaschine. Hier ist der Anschalter ganz normal. Dann habt ihr hier die Verstellung für die Geschwindigkeit. Hier habt ihr ein Kontrolllämpchen, wenn ihr zu fest drückt oder wenn ihr die Maschine neigt. Es gibt verschiedene Härtegrade von Pads. Das ist gelb für gelbe Politur, ganz einfach. Das ist ein mittelweiches Pad. Dann gibt es dieses rote Pad von diesem Hersteller auch. Viele andere Hersteller haben andere Farben für Härtegrade. Und das ist rotes Pad für rote Politur. Wenn ihr mit dieser Politur arbeitet, müsst ihr die Plastikteile abkleben. Mit dieser Politur könnt ihr auch ruhig über Plastikteile, da passiert nichts. Und ich habe hier noch so einen Kleber, damit klebe ich die ganzen Kunststoffteile ab oder mache eine Seite abkleben, damit ich die eine Seite poliere und die andere Seite nicht, für vorher, nachher. Ich habe jetzt mal das andere Licht angemacht, die Deckenleuchte habe ich angemacht, noch ein krasseres Ergebnis zu kriegen, Leute. Die Lampen sind ganz wichtig, Leute, Lampen sind auch ganz wichtig. Unter anderem habe ich hier noch so eine LED-Kopflampe. Die kann man sich so an den Kopf binden, so drüber ziehen. Der ganze Warenwert hier, das sind knapp 200 Euro. Und ihr könnt damit mehrere Fahrzeuge polieren, Leute. Und mit diesem Set könnt ihr bestimmt 5 Autos locker polieren. Ich zeige euch mal, was wir machen. Seid gespannt auf das Ergebnis. Wir haben jetzt nur die Deckenleuchte hier an. Die reicht uns jetzt auch erstmal. Ich hoffe, das Bild ist jetzt hier vernünftig. Das werde ich natürlich beim Schneiden sehen. Bitte nicht zu vergessen, das ist hier nicht mein Hauptberuf. Ich bin zwar E36 Flexer, ne? Mach das alles gerne, aber ich bin auch Familienvater und berufstätig. Ich versuche, das Beste aus meinen Videos rauszuholen. In diesem Sinne zeige ich euch einmal den Lackzustand, wie der Lack aussieht wirklich und was wir daraus rausholen. Ich habe hier schon einige Stellen bzw. das halbe Auto schon poliert. Das ist der Lackzustand. Falls ihr das erkennen könnt, hier haben wir die eingebrannten Sachen, sage ich jetzt mal so. Hier ist schon poliert, Leute. Das braucht ihr jetzt erstmal gar nicht zu beachten. Und seht ihr diesen Zustand der Motorhaube, Leute? Ja, das ist wirklich, wirklich ekelhaft. Hier ist alles drauf. Falls ihr das hier sehen könnt, guckt euch das an. Das ist alles eingebrannt. Hier genauso, das ist alles eingebrannt. Die anderen Sachen sind ein paar Steinschläge. Die brauchen wir nicht zu beachten. Das kriegen wir sowieso ohne Lackierung nicht raus. Und guckt euch das an, Leute. Das ist alles eingebrannt. Und der Lack hat so viele Kratzer. Seht ihr diese feinen Mikrokratzer? Ja. Und seht ihr diese hier, diese ekelhaften Stellen? Und arbeiten uns weiter hier nach links. Das Auto ist gewaschen, schamponiert, gewaschen, alles und steht nur in der Garage. Aber hier ist ein bisschen Staub drauf, das ist eigentlich nicht so schlimm. Das könnt ihr mit dem Wasser, dafür ist das Wasser da, und mit dem Schwamm sauber machen. Wir machen mal jetzt die Vorarbeit, die Vorreinigung. So, dann nehmt ihr einfach ein bisschen Wasser, macht das Ganze nass. So, dann habt ihr das sauber. Dann habe ich hier so einen Synthetik-Lederlappen. Damit ziehe ich das Wasser runter. Ihr könnt es auch mit anderen Sachen machen. Aber damit fahre ich gut. Und dann zieht ihr einfach das Wasser runter. Jetzt haben wir das soweit mit klarem Wasser den Staub runtergenommen. Das ist ganz wichtig. Das sollte man machen, wenn das Auto so abgeschlossen in der Garage oder so steht. Jetzt werden wir ans Vorreinigen gehen, quasi ans Kneten. Jetzt kneten wir die ganze Geschichte einmal, aber bevor wir das machen, ziehen wir erstmal eine Linie, damit wir auch ein Vorher-Nachher-Ergebnis haben. So, dann nehmen wir uns hier so ein bisschen Knete, dann kneten wir das so ein bisschen zusammen, drücken das ein bisschen platt und nehmen das so ein bisschen auseinander. Und dann nehmen wir das Gleitmittel
und dann mit der Knete hoch und runter. Keine kreisförmigen Bewegungen, ja? Hoch und runter. Oder so. Aber nicht kreisen. Und immer schön nass machen, ja? Dann haben wir den Dreck hier auf der Knete haben wir runtergenommen. Die Seite haben wir jetzt geknetet. Nehmen wir das Gleitmittel hier runter. Und ganz zum Schluss, um die Fette hier rauszukriegen, wie ihr seht, sind hier jetzt so Schlieren. Das ist aber alles halb so wild. Machen wir jetzt nochmal mit Isopropanol arbeiten. Nehmt ihr euch einfach so einen Mikrofaserlappen, Isopropanol. Jetzt haben wir die eine Seite der Motorhaube komplett von jedem Schmutzpartikel, der da drauf ist, oberflächlich, den man mit Wasser, Reiniger und Knete rausbekommt, rausgenommen. Das ist ganz wichtig, wenn man eine vernünftige Politur machen will. Ich zeige euch mal jetzt die aufgearbeitete, gereinigte Haube. Wenn ihr euch das hier jetzt mal so anguckt, seht ihr hier diese eingebrannten Stellen. Und auf dieser Seite natürlich das Gleiche. Hier haben wir jetzt gar nichts gemacht. Dann arbeiten wir uns mal an die Haube dran. Als allererstes, da wir mit der roten Politur anfangen, mit der Schleifpolitur 0505, ist es wichtig, wenn wir die Maschine nehmen, hier das rote Pad nehmen. Es ist wichtig, erstmal die Stufe auf 1 zu nehmen, damit wir die Politur verteilen können. Das ist jetzt einmal Heavy Cut hier drauf. Erste Stufe Heavy Cut. So wie ihr sehen könnt, dieses eingebrannte, alles ist weg. Da sind Lackmängel, da kann man nichts machen, aber schaut mal, wie die LED-Lampe hier drauf leuchtet. Das meiste haben wir wirklich runtergekratzt. Und wenn wir hier gucken, da seht ihr noch diese ganzen Mikrokratzer, diesen ganzen Schmutz und Dreck, der da drauf ist. Diese Seite haben wir jetzt komplett mit Heavy Cut, roter Politur, haben wir bearbeitet, rotem Pad, im Kreuzschliff, einmal längs und einmal von oben nach unten. Aufpassen beim Heavy Cut ist ganz einfach, auf die Kanten sollte man aufpassen und man sollte auf die Maschine nicht drücken, man sollte die Maschine alleine arbeiten lassen. Das ist jetzt einstufig bearbeitet, wir haben die ganzen alten Hologramme rausgeholt, das eingebrannte Klarlack raus. Und die ganzen Curls, man sagt Curls, das sind so Waschstraßen-Mikrokratzer, die haben wir alle raus. Jetzt hauen wir hier noch ein Finish drauf und dann gucken wir vorher, nachher, Leute. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf das Vorher-Nachher-Ergebnis. Dafür schmeißen wir einmal die Strahle an, die LED leuchten. Ja, Leute, man kommt schon ein bisschen aus der Puste hier. Aber das passt schon. So, jetzt haben wir wieder unser Flexerlicht. Hier ist euer Badeschabe. Gucken wir uns einmal das Vorher-Nachher-Ergebnis an, was wir da gezaubert haben. So, hier haben wir das Nachher-Ergebnis, Leute. Diese Seite haben wir ja schon komplett poliert gehabt. Und jetzt... Hier ist die Abtrennung in der Mitte und seht ihr die LED-Leuchten dort auf der Haube? Ja, ich glaube, das kann jeder nur mit dem bloßen Auge erkennen. Und wenn wir jetzt wieder hier rüber schwenken, gebt euch das mal. Jeder, der was von seinem Lack hält, das hat nur jetzt 15 Minuten gedauert. Für euch im Zeitraffer natürlich schneller. Guckt euch das hier an und guckt euch das hier an. Leute, ich bin fasziniert, wie immer, unnormal fasziniert von dem Ergebnis. Der Lack sieht einfach aus, als ob der neu lackiert wurde.
zu brutal. Ich erwähne es nochmal, ich bin fasziniert. Falls euch das Ganze hier gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt es in die Kommentare, was ihr noch mehr machen könntet oder was nicht. Ich zeige euch jetzt nochmal Vorher-Nachher-Ergebnisse, wie wir hier die Motorhaube geflext haben. Leute, glaubt mir, guckt euch das an, macht das selber zu Hause, dann seid ihr genauso fasziniert wie ich. Diese Seite ist komplett poliert. So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben den einen Teil mit der Politur und der Maschine bearbeitet. Vorher-Nachher-Effekt ist auf jeden Fall da. Das zeige ich euch jetzt hier nochmal. Die andere Seite, die brauche ich euch jetzt nicht nochmal im Zeitraffer zu zeigen, wie das ist. Das Endergebnis vom Fahrzeug, das werdet ihr natürlich dann sehen, wenn das Fahrzeug picobello fertig poliert ist, gereinigt, versiegelt, angemeldet und auf der Straße am Flexen ist. Jetzt mal zum 328 Projekt. Wir haben das ganze Auto bis auf das Hardtop poliert. Das Hardtop werde ich lackieren lassen, weil dieses Hardtop ist für ein anderes Fahrzeug von mir gedacht. Da bin ich extrem pingelig. Da ich den 328 nicht lackieren lassen wollte, habe ich geguckt, wie ich einen unnormal geilen Glanzeffekt rausholen kann. Das habe ich, glaube ich, geschafft. Alle Leute, die mir auf TikTok folgen, auf TikTok haben wir auf jeden Fall unnormal rasiert. Bei den Lives haben wir das Auto poliert und die Leute haben mich 100-mal drauf angesprochen. Die haben gesagt, Barış abi, mach uns doch bitte ein Video, wie du das Ganze machst. Jetzt zeige ich euch zum Schluss einmal, was wir hier gemacht haben, vorher, nachher. In diesem Sinne, ciao!